Fisch im Paradies? Oder? Bruder, gehen wir rein in Tom sein Video. Wie klärt man Frauen aus Köln? Absturz Jugend. Bruder, setzt euch eure Helme auf, es wird unangenehm. Wieso gibt es so was Schönes wie dich? Rute raus, Wurm ran. Einfach den Loris mal reinhalten, weißt du? Das ist ein Mythos, ne? Es gibt auch Dunkelte, die haben einen kleinen. Die schickt mein Video, mein intimes Video rum. Soll einfach nicht auf dicke Eier machen, wenn ich die finde, ne? Ich... Okay, let's go. Letzte Runde einmal mitfahren. Yo! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zum neuen Video, Freunde. Ich sag euch, Kirmes. Kirmes, Digga, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Zu viele Charaktere. Ich sag euch, die Creme der Leute ist heute unterwegs. Ich sag euch ehrlich, ist das so lustig. Viele geschminkt, viele zurechtgemacht. Aber wir fragen heute die Leute, Freunde, worauf sie stehen. Auf Merp oder auf Derp? Ihr versteht, Freunde, was ich meine. Deswegen würde ich sagen, let's go. Let's get up. Wie ist dein Name? Safe. Salam alaikum. Bruder, heute Frage. Stehst du bei Frauen oben oder unten mehr? Sag mal. Unten. Unten? Unten. Hast du schon mal richtig gern mit einer... Hast du schon mal eine Frau geklärt? Wie ist bei dir? Bruh. Oben oder unten? Charakter zählt. Ja. Was ist wichtig beim Charakter, Digga? Sag mal. Arschmus. Digga, hat er gerade gesagt, Charakter zählt und dann Arschmus. Er war gut, Digga. Ja. Er hat keine geklärt, Bruder. Weil er weiß, Baba schaut das Video. Tief beim Charakter, Digga, sag mal. Arschmus. Wie ist bei dir, Bruder? Arschmus, Wander. Yeah. Und Albanerin. Was ist, wenn es Kosovo ist? Wegschicken. Hä? Woher kommst du? Was bist du für ein Landsmann? Franzose, Serbe. Franzose? Oh, je m'appelle. Ouais, mon frère. Also heute wird komplett Absturz. Also ich weiß nicht. Aber wenn er Franzose, Serbe ist, wieso muss sie Albanerin sein? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht steht er auf Albanerin, keine Ahnung. Ich fühle mich auch wirklich nicht wohl, Digga. Also hier laufen Menschen rum. Da fragst du dich echt, was da passiert ist, ne? Auf was stehst du bei einer Frau? Eher oben ein bisschen mehr oder unten? Gesicht, erstmal Gesicht gucken, danach Körper. Beides muss stimmen. Kann ja nicht sein, dass sie Titten hat, aber kein Arsch. 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 Kann ja nicht sein, dass sie Titten hat und kein Arsch. Aber Bruder, also ich finde so, Gesicht hat da vollkommen recht. Das Erste, was man immer, also das Gesicht ist entscheidend. Wallah, Bila, du kannst mir die 1 plus hinstellen, die große Maps hat und einen geilen Arsch, aber wenn die im Gesicht aussieht wie, keine Ahnung, dann bringt der Arsch und die Titten auch nichts, Digga. Gesicht ist, aber das ist auch, ich bin ja schon ein bisschen älter mittlerweile, oder für mich ist Gesicht, die Aura der Frau, viel wichtiger, als wenn sie große Titten und einen geilen Arsch hat. Klar, das ist auch etwas Schönes, Ästhetisches, aber das Gesicht ist alles entscheidend, Bruder. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, ich finde, Po ist, wenn wir jetzt vom sexuellen Aspekt, vom sexy Aspekt ausgehen am Körper, für mich die wichtigste Stelle bei der Frau. Brüste, Moistimeier, juckt mich nicht so. Sie kann, wie ist nochmal BH-Größe? 70A, 70B oder 80A? 75A ist, glaube ich, die kleinste Körbchengröße, die es gibt, richtig? Wir haben doch hier ein paar Frauen. Hallo, bestätigt mal bitte. Von mir aus kann auch eine Frau Körbchengröße 75A haben. Das ist mir gar nicht so wichtig, Bruder. Klar sind schöne Brüste etwas, was, wo man auch nicht Nein zu sagen. Aber es ist nicht essentiell wichtig für mich, ob ich die Frau daten würde oder nicht. Was sagst du? Big Bunda. Wie geht's dir, Große? Was ist los? Warum lass uns das? Wollen ein bisschen herausfinden, Digga, wie man hier so auf der Kirmes Frauen klappt. Bruder, frag ihn doch, mit welchen Spielzeugen er am liebsten spielt. Weißt du, wie ich meine? Warum fragt man so jemanden, der... Also, Bruder, frag ihn, welches Playmo-Spielzeug er am liebsten mag. Das würde hart auf hart mehr Sinn machen. Ne? Hast du hier schon mal eine Frau angesprochen, oder was? Nee. Nicht? Was macht ihr hier? Bisschen Angst und Schrecken verteilen? Bisschen Fahrgeschäfte. Ich hab nicht Schiss. Vor was? Fahrgeschäfte. Das ist nicht nur meins, Fahrgeschäfte. Alles. Okay. Hast du die alte geklärt, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich grüße Willi, Elias, die 90 rein, und Sidney. Ihr seid die Besten, Mann. Vita Welt wirklich so geil. Und ja, Mann. Danke für alles, Mann. Und ja, Mann. Was findest du besser bei Frauen? Oben oder unten? Oh, oder Charakter. Was? Charakter und so. Okay, also ich nehme es wieder zurück. Vom Alter her sollte man ihn trotzdem fragen, ob er lieber Playboy oder Lego spielt. Aber die Jungs machen bis jetzt einen guten Eindruck. Na, Digga, aber guck mal. Oh. Voila. Ja, ja. Findest du die ganz hübsch? Ist das so eine Frau, die dir gefällt hier? Woher kommt ihr? Nee, Köln. Köln? Aus welchem Land? Ah, Rumänien, Spanien. Ah, okay. Geht. Du? Pole. Nicht du? Sie... Rumänien. Bruder, niemand. Er hat vorhin gemeint, er mag gutes Charakter. Hast du gute Charakter? Ja. Yeah. Ja. Auf was achtest du so? Auf Charakter und Aussehen. Warum ist das hier so weiß? Das ist Highlighter. Werden wir jetzt auf TikTok sein? Ja, wenn du was...
Gutes sagst. Keine Angst, Bruder. Hau, zieh durch. Nein, ich hab keine Angst. Ja. Bin ich im Paradies? Und dann wieder gibt's was Schönes für dich. Was? Der arme Bruder, er ist so nervös gewesen. Ey Jungs, wir können ihm nicht sauer sein. Er ist knuffig süß, Bruder. Bin ich im Paradies? Oder wieso gibt es so was Schönes für dich? War süß, war süß. Ich hab noch ein. Merkt ihr eins? Du bist und bleibst meine Nummer 1. Das geht, kommt ja. Ja, Bruder, er ist sehr süß, Mann. Ich find's ja voll schön. Hat er gefruchtet? Ja. Ist der bei dir angekommen? Ja. Gibt's jetzt mal einen Kuss oder was? Nein. So. Der ist zu jung. Der wirft ja nie ein Brot auf mich. Wenn er so einen Anmachspruch droppt, ist das für dich gut? Ja, aber jetzt nicht eher so andere. Wie muss er denn aussehen? So halt größer, Typen mit langen Haaren, groß und so. Lange Haare? Ja. So wie er? Nein. Was würdest du dir wünschen so? Der soll groß sein und kein Blond. Kein Blond. Ja, Digga. Hat die einen Pickel am Kinn oder warum trägt die ja so ein Riesenpflaster? Mach blonde Typen, aber jetzt nicht so, so ganz blond, also so braunblond. Das geht noch. Hallo, folgt mir auf Insta, Ja, Bruder, direkt ein weiter, Mann. Bin ich im Paradies oder wieso gibt's so ein schönes für dich? Oh, danke. Also bei ihr hat der funktioniert. Ja? Ja. Hast du dich heute schick gemacht? Was? Für die Kirmes? Ja. Ganz komisches Klima hier, ne? Digga, man wird von der einen Seite mit Brezel geworfen, der andere ist, du bist korrekt, Digga, ich liebe. Bruder, ohne Scheiß, ich sag dir ehrlich, Bruder, halt dich von den Idioten auf der Straße fern. Du bist ein süßer kleiner Pupsi, Digga. Geh deinen Weg, mach Baba und Mama stolz. Und voila, du wirst später den Frauen schon auf die Herzen brechen, weil du ein kleiner süßer Butschi bist. Was findest du bei Frauen attraktiver, oben oder unten? Aber Bruder, ey, hallo, die sind 11. Links, unten wichtiger, wie ist es bei dir? Unten. Wie klärst du Frauen bei Kirmes? Weiß ich selber nicht, ja. Ja, Bruder, der ist 12, hat mehr Bartwuchs als ich. Also, was ist das hier für ein Video, Mann? Sprichst du die an auch mal? Manchmal, ja. Ramadan. Ach, darf man nicht bei Ramadan? Nein, nein. Wenn man darf klären, aber umarmen und so darf man nicht. Was findest du denn hübsch bei Frauen so? Sag mal. Ja. Digga, Bruder, also was labern die da für eine Scheiße? Was für klären werden Ramadan, aber nicht anfassen, hä? Ja, ich kann. Charakter, Arsch. Was? Ja. Was? Korrekt, gute Herz, nicht betrügen. Was du, ja. Die Generation ist ganz komisch, Mann. Bruder, wie alt ist er? 11? Und er ist. Ach, und immer für 1 sein. Oh, bist du süß. Er hat zwar süß gesagt, aber trotzdem komme ich darauf nicht klar. Du hast gesagt, du hast ein bisschen verkackt. Probier jetzt nochmal. Rosen sind tot. Liebe. Fang nochmal an. Erstmal atmen. Rosen sind tot. Rosen sind tot. Liebe dich bis zum Tod. Merk dir eins. Nein! Bruder, mach jetzt. Er will unbedingt. Jetzt sein Mann. Du hast ihn tot. Hä? Liebe dich bis zum Tod. Du bist und bleibst meine Nummer 1. Ja. Okay. War das süß? Ja, war das sympathisch? Ja. Wenn dich jemand so anspricht, ne? Findest du es sympathisch so, wenn man direkt mit so einem anderen. Ja? Ja. Was muss ein Mann? Hallo! 100 Jahre Garantie. Was musst du äußerlich so ein bisschen mitbringen? Sag mal. Blond, blaue Augen. Ich muss hier weg, Digga. Was für Jungs findet ihr so nice? Marokkaner. Ja. Yeah. Wusstest du heute schon? Angesprochen von Marokkaner? Nein. Nicht? Nein. Wie würdest du am liebsten angesprochen werden von dem? Also, wie alt bist du? Dreck. Dann? Ob ich dein Insta oder so kriege. Dann ist schon fertig? Dann hat es schon geklappt? Ja. Einfach, ne? Es gibt so unfassbar coole Leute. Genau so einen haben wir hier. Darf ich dich mal kurz was fragen? Wie klärst du Frauen hier auf der Kirmes? Ich arbeite hier. Sagst du, du musst gar nicht klären? Du überzeugst einfach mit deinem Aussehen? Nö, ich arbeite doch hier auf der Kirmes. Kommen die Frauen dann automatisch zu dir, oder wie? Nö. Der hatte ja wirklich gar keinen Bock. Ein Mann der wenigen Worte, aber die Worte, die knallen. Wir wollen ein bisschen herausfinden, wie ihr Frauen klar macht. Wie läuft das so ab? Sag mal, Digga. Ich fang an. Erstens, du holst dir bei irgendeinem Stand so einen geilen Kuscheltier. Danach hältst du mit ein schönes Mädchen, hältst du mit der Augenkontakt. Danach gehst du wieder dahin, dann gibst du dir diesen Kuscheltier und dann klärst du die. Und dann hast du die. Hört sich gut an. Wie ist es bei dir, Bruder? Wie klärst du eine Frau?
Ich habe für einen Moment gedacht, das ist die Frau, die sie geklärt haben, Kappi. Gar nicht. Mit Aussehen oder wie? Nein, ich bin schwul. Wie man Frauen auf der Kirmes klärt. Also erstmal nicht von irgendeinem Freund von dem, sondern von dem persönlich. Ja. Nicht so aufdringlich sein, wenn man zum Beispiel einmal Nein sagt, so dann auch aufhören und alles. Zum Beispiel zu ihr kam auch gerade jemand und meinte, ja, du hast voll schöne Augen und so. Halt so Komplimente und dann einfach halt selber fragen und nicht irgendjemand vorschicken. Wie klärst du Frauen? Die hat wirklich schöne Augen gehabt, ja. Ich geh hin, ich mach so und frag, was geht und so und Insta und so. Was, wenn die es nicht wollen? Ja, dann hab ich reingekackt. Was findest du wichtiger? Hier oben hupen oder unten? Beides ist gut, beides braucht man. Also natürlich Charakter ist das Wichtigste. Spaß natürlich Arsch. Arsch muss sie haben. Wie macht... Da hat er einen rausgehauen, Digga. Wirklich. Da hat er einen richtigen rausgehauen, Bruder. Ich hab fast gelacht. Seiner gefälschten Moncler-Jacke aus Istanbul. Du die klar? Ich geh zu ihr hin oder die kommt von alleine? Hier, Bruder, zeig. Bruder, das war das Bodenloseste, was ich jemals gesehen hab, Digga. Das hat an Belästigung gegrenzt, Digga. Ey, kriegst du eine Nummer bitte? Meine Nummer? Video. Bruder, dieses Anfassen, Bruder. Bodenlos. Ja, Bruder, warum grapscht der auf die Schulter, Digga? Das wäre mir so unangenehm, wenn ich die Frau wäre, Bruder. Ich würde, Wallah, wenn ich die Frau wäre, ich würde ihm sofort eine Kopfnuss geben, Digga. Nee. Bruder, ich bin reingekackt. Auch noch das. Die Frauen hier auf dem Kirmes. Ja, auf dem Kirmes ist das eine andere besondere Angeltechnik. Da brauchst du besondere Köder. Da wachst du am besten den kleinen direkt aus. Und wenn er dann größer wird, dann laufen die Frauen alleine weg. Entschuldige, wenn ich so spucke, aber gib alles, meine Freunde. Also quasi, man muss einfach das Anglerherz muss einfach auch im echten Leben umgesetzt werden. Und wenn eine Frau anbeißt, ja, dann musst du einmal kurz zucken, mit dem Angelhaken direkt rein, weißt du? Ja, nicht lang schnacken. Nee, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, das ist so. Richtig. Und wir Norddeutsche in Köln, wir haben Spaß hier. Hast du heute richtig Spaß schon? Echt, nee, also eigentlich mache ich mir eher Sorgen, dass ich hier lang gehe, aber schön, dass ihr es schön findet als Kölner. Ich finde das gut, weil man... Ich als Norddeutscher entschuldige mich. Man sieht einfach bei den Kölnern, dass du hier dabei bist, Frauen zu angeln. Nee, einfach raus, komm. Rute raus, Wurm ran. Einfach den Lörres mal reinhalten, weißt du? Richtig. Wie wir Kölner das sagen. Hast du noch irgendwas ganz Besonderes, einen tollen Spruch für uns, der immer zieht bei einer Frau? Irgendwas nee, tollen. Ich fahre jetzt zu einer Kölnerin, ich werde die durch. Ich werde mir richtig erst die Leute richtig in den gehen und dann gehe ich schlafen. Ey, der Clip ist bodenlos, Digga. Hallo. Bruder, der war bodenlos, der Clip. Bist du gerade dabei, hier Frauen zu klären? Bist du gerade dabei? Nein. Findest du sie aber hübsch? Ich hab wen anders. Wie möchtest du hier auf der Kirmes angesprochen werden? Mit netten Anmachsprüchen. Ja? Ich bin FC-Fan. Wir fahren zusammen nach Mailand. War das der Spruch oder was? Ja, das ist der Spruch. Ich bin FC-Fan, wir fahren nach Mailand. Verstehe ich nicht. Wir fahren zusammen nach Mailand. Ja? Geil! Digga, hier laufen auf einmal irgendwie 30 Jungs vorbei. Was passiert? Die sind weggerannt. Mich hat ein Mädchen vor ein paar Tagen, hat die mich mit 30 Weibern versucht zu hauen. Ja. Erzählt die uns einen vom Pferd? Oder sind die 30 Mädchen zu doof gewesen, dass wenigstens eine mal trifft? Wahrscheinlich mit 30 Mädchen wurde sie geschlagen. Ja, und jetzt habe ich die allein gekriegt, jetzt traut sie sich vor mir zu stehen. Sie schickt mein Video, mein intimes Video rum und jetzt habe ich gesagt, du wirst dafür sehen. Was für ein intimes Video? Mit einem Jungen oder allein? Ja, mit einem Jungen. Ah, Bruder, ich stelle mir immer in solchen Situationen vor, ich arbeite mein Leben lang, Digga, gehe jeden Tag zur Arbeit, Bruder, und so jemand wie sie kommt da nach Hause und sagt zu mir, na Papa, wie geht's? Und dann, Bruder, später gucke ich im Internet, sehe dieses Video. Ah, dieser direkte Herzinfarkt, Bruder. Nein, sie macht auf die Kaja vor ihren 30 Freunden und jetzt alleine kann die nicht einmal vor uns stehen. Ich hätte gerne mal einmal ein Big Mac Menü. Ich fahre nach vorne, Digga. Was packt sie mir ein? Ein Big Mac, Pommes, Sprite und keine extra Mayo, Digga. Sie haben sie gut gemacht. Haben sie richtig gut gemacht! Soll einfach nicht auf dicke Eier machen, wenn ich die finde, ne? Ich. Die wurden einfach. Oh, sie mal, so wie in einem Video, genau. Einfach abgezogen da hinten, ne? Wer? Ja, ich war... Alter, das ist so peinlich. Wurdest du schon mal hier auf der Kirmes angesprochen? Ja. Was sagen die Jungs da so? So, hey, wie geht's dir? Auf jeden Fall auch eine schöne Louis-Tasche aus Istanbul. Wer bist du? Leonie. Ja, wurdest du auch schon mal angesprochen? Ja. Sie kommt gerade vom Dings. Sie kommt gerade direkt vom Tennis spielen.
Was sagen die Jungs da so, sag mal? Die gehen an einem vorbei und pfeifen entweder oder sagen so, ja, die war krass oder so, sowas. Oh, und? Findest du das gut? Manchmal. Bisschen Ego-Position, ne? Bisschen. Wie ist bei dir? Also nicht hier. Wie würdest du dir aber wünschen, angesprochen zu werden? Besser so, wenn man fragt, hey, wie geht's dir oder so, oder ich hab dich gesehen, du warst hübsch oder so, sowas. Aber ja, nicht dieses, hey, Schnecken und so. Leute sagen so, hey Schnecke, wie geht's dir und so, das ist peinlich. Dieses sympathische Ansprechen. Auf was für ein Typ stehst du so? Ich stehe auf Dunkelmützige. Ja? Ja. Warum? Einfach attraktiver. Ich mag diese Weißen und so, ich mag die nicht. Aber das dreist gesagt, aber ist halt nicht mein Typ, sagen wir so. Das kann sich ja, Bruder, finde ich jetzt nicht. Bruder, finde ich nicht verkehrt. Sie sagt wenigstens ehrlich, wenigstens ehrlich ihre Meinung. Sie kann ja stehen, auf wen sie will, Bruder. Spielt das auch untenrum eine Rolle? Nein, nein, gar nicht. Das ist ein Mythos, ne? Es gibt auch Leute, die haben einen kleinen. Das ist ein Mythos. Ich spreche aus Erfahrung. Echt? Man hat so diese Erwartung, man hat so diese viel Erwartung, weißt du? Weil Leute reden und so. Aber dann am Ende... Warst du ein bisschen so enttäuscht, oder was? Ja. Ich war dicke. Also ich sage euch ehrlich, ich finde die beiden eigentlich ganz sympathisch. Gerade die Linke. Ist doch sympathisch, Digga. Klar, Bruder... Kann man auch sagen, Mäuzimeier und so, ein bisschen kindisch. Aber Bruder, eigentlich ist sie vom Ding her ein bisschen sympathisch sogar. Wie war es bei dir? Hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Also, es gab schon so eine Situation, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der klein war. Also, es gab Situationen, wo man die Technik an. Also, ja. Ist nicht dieses, diese Größe spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Hast du da eigentlich Knutschflecken am Hals? Nein, nein. Ich hatte schon Freundschaft plus, aber einer verliebt sich immer. Weißt du, was ich meine? Hat er sich in dich verliebt oder was? Nein, ich hab mich verliebt. Wenn ihr Jungs klären wollt, kommt hier hin. Ach so, ist es bei euch so, dass ihr die auch mal klärt? Also, wenn ich einen Jungen hübsch finde, spreche ich noch an, ja. Ja, was sagst du dann? Ich sag so, hey, du siehst gut aus, hast du Snapchat? So einfach. Mein Gott. Bekommen? Ja, aber diese auf Ding zum Beispiel hier. 2400? Ja, bei mir ist auch diese 1500 und so. Ein ich an und schon so. Gar nicht mehr, weil aber, die öffnest ja. Naja, Bruder, hart auf hart kann man das auch wieder zurücknehmen. Und dann kommt direkt ein Scheiß, ohne dass irgendjemand was sagt. Aber ist man da auch manchmal so imponiert und sagt, boah, der ist ganz gut? Nein, stell dir vor, du gehst auf Snapchat, ein Mädchen hat dich geaddet, du addest sie zurück. Du gehst drauf, die schickt dir direkt Nudes. Ja. Als Mann findet man das gut, aber als Frau. Das Ding ist, wenn man so abends oder so schreibt und dieser Vibe ist da und man das gegenseitig schickt, ist was anderes. Aber einfach so, nein. Aber hast du das schon mal gemacht? Oder? Nein, nein, ich mach so etwas nicht. Aber was ich erstaunlich finde, Digga, das ist halt auch wieder etwas, wovon ich auch dann in Zukunft abraten würde. Bruder, jeden so wie er will. Aber achtet einfach mal bitte auf ihre Farbe im Gesicht. Und auf ihre Hautfarbe, also im Brustbereich. Bruder, deine Zähne sind doch auch fake. Steffens, sag mal ganz kurz. Warte mal, dann werden wir uns mal hier rüberziehen. Hast du zu doll am Farbeimer geschnüffelt oder was bei der Arbeit? Hä? Mein Snapchat, PrettyGirl77. Mein TikTok, Leonie_1002_. Und damit, Leute, würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kirmes, ich weiß nicht, was das soll. Also ganz, ganz schlimm, Digga. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert gerne und lasst ein Abo da, Leute, für meine Aktivität. Ich ziehe richtig durch, Leute. Lasst dann ein Like da, auf jeden Fall, Leute. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und... Ja, war ein lustiges Video auf jeden Fall. Mein persönliches Highlight war der kleine süße Butschi hier, Digga. Und was haben wir wieder jetzt gelernt, Digga? Wir sind alle gar nicht so doof, wie wir mal denken. Eigentlich sind wir relativ intelligent alle, Bruder, oder? Ich fühle mich gerade wie Albert Einstein, sag ich so, wie es ist.